Mahlzeit, Leute. Heute geht es mal nicht zur Arbeit, sondern heute geht es zu einem Bewerbungsgespräch. Ich sag jetzt noch nichts, bei wem, also bei welcher Firma. Das behalte ich noch für mich, weil ich weiß ja halt noch nicht, wie es ausgeht. Und dann muss man wieder sagen, das wird dann doch nichts. Also von daher würde ich eher sagen, dass ich erst was sage, wenn es spruchreif ist. Ja, ich gehe da jetzt auf jeden Fall hin. Ich bin nur mal gespannt, wenn ich mit dem Bewerbungsgespräch fertig bin oder wenn ich zu Hause bin, je nachdem, werde ich dann nochmal einen weiteren Clip aufnehmen, um euch dann zu sagen, wie es ist gelaufen. Und dann sehen wir mal weiter. Ne? Mahlzeit, Leute. Also, ich hatte eben das Bewerbungsgespräch. Es lief auch sehr gut. Ich habe morgen Probearbeiten, wenn ich mich natürlich nicht so doof anstelle. Sieht es für mich tatsächlich gar nicht mal so blöd aus. Also weitere Sachen berede ich dann gleich mit euch. Ich gehe dann mal nach Hause. Ne? Mahlzeit, Leute, ich bin jetzt endlich zu Hause und ich fülle mal kurz meinen Verdampfer auf und dann geht es auch gleich los mit dem kleinen Gespräch, wo ich mich beworben habe und überhaupt warum. Also würde ich mal sagen. So Leute, da bin ich wieder, Dampfe frisch aufgefüllt, also von daher geht es los mit dem kleinen Gespräch. Und zwar, da ich ja beim Sonderpreisbaumarkt in Demgo arbeite und da ich einen befristeten Vertrag habe, der am den 31.08. beendet wird, bin ich natürlich gezwungen, mir eine neue Arbeit zu suchen, weil ich bin halt kein großer Fan von ich bin arbeitslos und sitze die ganze Zeit zu Hause. Von daher möchte ich auch nicht wirklich viel arbeitslos sein. Also bin ich überall ein Mensch der Taten, der quasi sagt, komm, wenn der Vertrag beendet ist, suche mir was Neues und will nicht unbedingt auf das Arbeitsamt angewiesen sein. Vor allem, wenn du beim Arbeitsamt bist, hast du eh nur Probleme hier mit Geld und alles Mumpitz. Aber von daher bin ich ganz froh. Ich habe morgen einen Probetag. Quasi kein Schnuppertag, sondern richtig Real Action. Also, da kommen die Waren. Wo arbeite ich denn eigentlich? Ach ja, in Fressnapf bei Demgo. Also, ich habe da ein bisschen mit Tieren zu tun. Nein, Spaß, nur eigentlich mit dem Futter und ein bisschen mit Beratung der Menschen. Also, ja, mehr so das beratende Teil und der Warenannahme. Finde ich auch ganz gut, weil dann kann man nämlich endlich mal quasi nur sagen, ja, ich lade ab, dauert eine Zeit und dann alles safe in den Markt rein, fertig. Weil so wurde mir das auch gesagt. Ich bin ja jetzt quasi nur jemand, der am Probetag ist und sofern alles im Markt ist, kann ich gehen. Aber 8 Stunden sind angedacht, mehr nicht. Also sollte das dann noch nicht fertig sein, kann ich natürlich trotzdem gehen. Ja, ich bin auf jeden Fall begeistert, dass es so schnell geklappt hat, weil ich hatte mich letzte Woche beworben. Ja, letzte Woche. Und heute schon das finale Gespräch mit, ja, wie sieht's jetzt aus? Und dann habe ich halt spontan gesagt, ja, wissen Sie was, ich könnte ja probearbeiten. Hat die Frau gleich gesagt, ja gut, das passt sehr gut, weil morgen kommt die Ware. Perfekt, safe. Anfang um 9. Ja, bin ich mal gespannt. Also, das war's. Bin auf jeden Fall echt aufgeregt, wie der Tag morgen wird, weil das hatte nichts mehr mit Baumarkt zu tun, weil ja, also ich werde dann mal sagen, ich schneide das Video hier.
dass ihr das heute noch seht. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht mache ich dann so ein Vlog, wie war der Tag. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, oder filmen werde ich da noch nicht können, also nicht am ersten Tag. Aber vielleicht ist ja die Möglichkeit da, dass ich da auch, also wenigstens, wenn es um Waren abladen geht und sowas, damit ich das halt mitfilmen kann, da, das mache ich dann auch alleine. Hat die Frau dann nämlich auch schon gesagt, da ich ja vorbelastet bin durchs Lager, ist das natürlich da meine Aufgabe. Schön mit der Ameise abladen. Ich bin da mal gespannt. Gut, das sollte nur ein kleines Video sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich einfach mal sagen, bis morgen.